Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum 2019. Ja, ich habe gerade komisches Wetter. Das ist wegen dem Inselboss hier, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob den noch gibt. Aber scheinbar ist es deshalb, oder? Kann sein. Also, es erinnert mich daran. So genau kann ich es nicht sagen. Ja, und gestern habe ich ja noch gesagt, dass ein neues Update kommen wird, aber zuerst auf Amnun ja, getestet wird. Und ja, Dankeschön für die vielen Aufrufe. Es hilft mir natürlich sehr, voranzukommen und darf natürlich jeder mithelfen und ja, Videos schauen oder mitspielen und so weiter. Vielen besten Dank. So, wir gehen kurz eine Reichsquest abgeben hier bei Skolheim, genau. Und dann einmal ein paar Monster besiegen und so. Grizzlybären müssen wir töten. Ja. Ich bin jetzt gerade reingekommen ins Spiel. Ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht und ein neues Pult aufgebaut. Jetzt bin ich ein bisschen müde, wie gestern eigentlich, aber sollte eigentlich dann nicht mehr so sein, dass ich so müde werde. Gegen Abend. Ja, morgen werde ich vielleicht livestreamen. Mal schauen, 13 Uhr eventuell beginnen mit Champions of Regnum hier auf YouTube. Und da dürft ihr natürlich auch mit dabei sein und mitspielen, wenn ihr wollt oder könnt. Genau. Ja, gestern habe ich gar noch nicht gesagt, dass ich ein Let's Play mache, aber weil ich so viel aufnehme, mache ich lieber Let's Play als einfach kommentierte Gameplays. Und tu halt immer zwischendurch leveln, weil es natürlich schon sehr lange geht und dann wollen wir natürlich etwas im Spiel haben. Jetzt müssen wir kurz noch die Frau anreden. Schade, dass es keinen Teleport gibt. Das hätte das Spiel auch mal nötig. Auch Teleports im Land drin. Jetzt nicht gerade an der Nähe von einer Stadt. Wegen den Feinden, die ja sonst ein bisschen unfair dastehen, oder? Aber es geht halt schon lange, dass man da ein bisschen ja, die Probleme hat. Ich weiß noch, als wir dann manchmal in den Reichen der Gegner gewesen waren, haben wir immer bemerkt, dass recht viele Gegner plötzlich kamen, oder? Das ist auch klar. Die wollen ja auch, wollen ja uns aufhalten. Aber, ja, Slow Level, also der Baba ist übrigens Level 49. Könnt ihr, glaube ich, noch in ein paar Videos sehen vom letzten Jahr. Vom alten Let's Play sozusagen. Also den älteren Let's Play. Ich habe ja mehrere Let's Plays schon gemacht. Von Champions of Regnum. Ja, genau. Sieht so cool aus. Ich mag einfach, weil die Grafik ja jetzt nicht gerade so detailliert ist und so modern ist, mag ich einfach diese coolen Settings so sehr. Sie stechen dann so richtig schön raus. Finde ich richtig toll. Na, ja, neue Freunde habe ich eigentlich auch. Das Schlafen ist zum Beispiel einer, die anderen habe ich halt gar nicht erst vorhin gemacht. Aber ich schreibe immer manchmal ein bisschen Hallo in den Chat und dann antworten manche Deutsche. Oder auch Spanier, also Argentinier, finde ich sehr nett. Weil, ja, so richtig viel Community ist halt im Game nicht vorhanden. Okay, Invasion Ignis von den Zyrten. Interessant, ist aber viel zu weit weg natürlich. Also ab Level, ja, 30 werde ich dann euch zeigen, die Sachen. Auch wenn ich oft sterbe. Aber leider kann ich ja nicht gut schneiden. Leider kann ich nicht so ein gutes Video zerstückeln. Ein langes Video. Ja, vielleicht mit einem YouTube-Creator, aber das muss mir ja jemand erklären. Und dann kann ich schon natürlich schneiden, zwischendurch. Jetzt wenn wir gerade nur herumreiten oder so, kann ich ja schneiden. Aber gut. Das kommt alles bald noch. Also ich habe jetzt mal ja noch nicht so viel über Queme gelernt. Das ist schon da, aber meistens sind die Programme halt viel zu kompliziert und zu schwer. Sie dauern zu lange, bis man geschnitten hat.
Deshalb mache ich es eher lieber nicht. Also bei mir müsst ihr halt manchmal halt sagen, ja, ich schaue jetzt die Videos trotzdem an, auch wenn sie ein bisschen langweilig sind. Oder ich spule einfach vor. Aber ja, meistens wird halt nicht so oft geschaut meine Videos. Und nicht so oft lange geschaut. Und deshalb wissen es die meisten gar nicht, dass ich so doch recht interessante Videos mache. Und zwischendurch halt immer ein paar langweilige Stunden haben. Also Minuten, ne. In Regnum ist auch nicht so viel los wie bei anderen Spielen. Wie zum Beispiel Fortnite, das ist ja so beliebt. Ich finde, nach einer Minute habe ich genug von Fortnite, weil es mir einfach zu langweilig ist. Nicht viel passiert, außer anderen in die Rübe zu schießen und mir eigentlich auch nicht vorhanden ist. Ich finde so Spiele wie hier interessant, auch wenn weniger los ist. Müsst ihr euch mal ein bisschen Gedanken machen, was ihr überhaupt wollt, weil heutzutage ist halt alles verwöhnt. Ist also nun mal so. Ich merke es an den Spielen hier in Regnum, die sind meistens AFK oder machen nur eins und das ist Wars und Kämpfe. So, ja, Low-Levelige werden kaum mehr unterstützt. Und ja, eben gechattet oder geredet wird halt kaum. Finde ich ein bisschen schade. Deshalb möchte ich eigentlich eine Community aufbauen, die ein bisschen mehr macht, als nur Regnum gemäßigt zocken. Ja, sind selber schuld, dass es ihnen langweilig ist. Also, ihr müsst halt etwas dagegen machen. Sagt doch mal, was ich machen soll, was ich euch zeigen kann. Und ja, dann weiß ich es auch natürlich. Aber die Quests sind halt meistens so, ja, man läuft herum, besiegt ein paar Gegner, also haben wir Gegenstände oder ja, kämpft gegen Boss und so. Aber viel Abwechslung ist halt noch nicht. Aber in den Warzone-Kämpfen, da werde ich jetzt auch bald machen, werde ich das natürlich zeigen. Jetzt mit dem Barbar oder mit dem Paladin, also mit dem Ritter, zu spielen ist eher ein bisschen blöde für mich, weil ich ja nicht so equipped bin und Nahkämpfer bin. Ich möchte lieber jetzt den Hexer eigentlich, ja, sagen wir auf Blitz und so, Blitz und Feuerball skillen und dadurch, ja, ein bisschen Action auf dem Spielfeld machen. So ein Donner und Blitz und Vulkan, also Meteoriten. Und so. Ja. So etwas, ja. Also ja, die ersten Folgen sind ja eher so ein bisschen, was ich da genau so will. Deshalb, ja. Ja, wir haben ja in der letzten Folge Lucario besiegt und jetzt müssen wir halt ein bisschen herumlaufen. Damit ich einfach ein bisschen auch die Konzentration habe, mich wieder ein bisschen zu gewöhnen. Und, ja, was müssen wir jetzt hier machen? Grizzlybären töten, die sind da unten. Gut. Und sonst auch eine Mauerprärie, Goblin-Dropper-Dolch abgeben. Devaguardum-Ruinen sind weit weg. Okay. Ausgewachsener Grizzlybären. Nein, Wild-Grizzlybären. Die sind nicht in diesem Dock, sondern in diesem Gebiet. Ja, gut. Ah ja, Kieferholz können wir auch noch sammeln. Da ist ein Bilder. Aber nur einer. Die Monster sind ein bisschen zu wenig. Regner muss mehr Monster haben. Wie mehr Bären. Okay, das ist immer lang zu buffen. Könnte man das nicht schneller machen? Ich mutze jetzt wieder ein bisschen mehr. Ah, ich bin auch am Suchten gewesen. Also ich habe jetzt sicher mehr als 6 Stunden gespielt in den 2 Tagen. Nicht mal 1,5 Tagen 6 Stunden gespielt. Ist klar, dass man ein bisschen ermotzt. Aber das Spiel ist so gemütlich. Also du musst eigentlich gar nicht dich konzentrieren. Aber ich konzentriere mich halt jetzt eigentlich ziemlich gut aufs Reden. Und aufs, was will ich denn genau sagen, und deshalb ist jetzt die Konzentration natürlich auch nicht gerade so gut.
Schauen wir mal kurz auf den Map. Ja, geht noch lange. Wir haben 25 Minuten Zeit oder 35 Minuten. Weiß ich gar nicht mehr so. Und dann sind sie im Reich eingeschlossen und müssen sich irgendwo durch die Falltüren nach draußen bewegen oder ab der Mauer springen. Finde ich irgendwie, ja, interessant. Ja, ich werde es ja dann zeigen können, eventuell bald. Da mache ich immer Videos, wenn ich viel zu machen habe in der Warzone, ne? Genau. Ja, wir haben eigentlich die Quest schon fertig. Habe ich gar nicht gesehen. Aber deshalb trotzdem noch ein paar getötet. Ja. Gehen wir mal kurz Mauerprärie. Jetzt müssen wir da wieder zurück. Dann haben wir noch etwas anderes. Ist schon viel bequemer mit einem Tisch. Ich schlage nicht immer die Beine an auf der Seite und den Schubladen. Einfach nur ein Tisch. Und naja, er wackelt noch ein bisschen. Wir müssen die Beine irgendwie noch besser befestigen. Keine Ahnung, wie man das macht. Außer Schraube anziehen. Aber die Schraube ist schon maximal angezogen. Naja. Leider ist kaum jemand online, also Lex Corbion ist entschuldigt. San Angel ist auch entschuldigt. Da geht es noch nicht besser. Noch Freunde. Und die anderen sind natürlich auch eventuell entschuldigt. Also, klar. Es wird halt nicht so oft gespielt, meistens. Hat eben schon viel, aber dann manchmal nicht. Okay, mal der. Wir werden im Agro. Aber viel zu spät. Also hier sind schon ein paar. Ja, machen wir es hier. Okay, Marodeure sind eigentlich leicht zu besiegen. Ich dachte mal, die geben viele Items, aber es waren wahrscheinlich die Ork-Krieger, aber die sind noch ein bisschen zu stark. Da muss man immer so schnell wieder ja, Pause machen. Ausruhen. Der Blitz ist einfach stark wegen dem Dodge. Finde ich richtig toll, dass man hier ja, mit dem Hexer auch noch ein bisschen fetten Damage drücken kann. Ja, ich habe so das Gefühl, der Hexer, also Hexenmeister, der startet recht schwach und kommt erst so mit Level 30, 40 in die Gänge. Könnte mich täuschen, aber ich glaube, es war so. Ich habe ihn nie so gerne gespielt, weil er erst später stark wurde. Eigentlich mit dem Stäben habe ich so das Gefühl. Oder einfach mit Level 5 Zauber dann. Aber, ja, ich drücke noch nicht so viel pro Treffer. Die Stäbe sind irgendwie noch nicht so stark, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber immerhin greifen sie relativ schnell an. Also normal, aber da schon schnell für normal. Die Kleidung könnte ich dann mal verkaufen, also für Reichsquesten. Lohnt sich immer. Aber später bekommt man kaum Kleidung mehr, also ja, nervt es ein bisschen dann. Oh, ein gezocktes Schwert. Ja, danke schön, ein Anführer im Gestein. Okay, steht fast nicht auf. Fast nicht. Zu viel zu spät. Geh weg, bitte. Nein, geh weg. Tschüss. Also gezacktes Schwert. Ja, weiß. Man braucht schon Weiße. Schon ziemlich gut für Weiße. Ja, jetzt müssen wir wieder durchwaffen. Aber das Spiel hat eigentlich schon wieder ziemlich gute Aufmerksamkeit bekommen. Es sind viele Argentinier eigentlich zurückgekehrt. Also man sieht eigentlich ständig zwischen den Städten, ja, Spieler, die man eigentlich sonst nie gesehen hat.
Finde ich richtig toll. Ja, Deutsch eigentlich auch, aber die Deutschen kommen, bekommen es halt nicht so mit. Also wenn ein neuer Patch da ist dann und so Neuigkeiten gibt, mache ich sicher mal ein News-Video. Auch mal ein Video, was mir so gefällt an Champions of Regnum und was mir nicht so gefällt. In einem extra Video dann. Und so weiter, weil ich sehr viel, also mir gefällt sehr viel an Champions of Regnum. Stört aber auch relativ viel, weil, ja, das ist halt einfach nur so ein, soll ich sagen, billig MMORPG vom Entwickler her. Der Entwickler muss halt ein bisschen mehr machen, damit Champions of Regnum auch wieder beliebter wird. Ja, und gute Testbewertungen hatte Champions of Regnum anfangs nicht. Das Spiel war einfach nicht fertig, als es rauskam. 2007. Und jetzt ist es schon 13 Jahre alt. Ja. Richtig geil. Aber ja, es hat sich noch zu wenig getan. Man würde so viel verdienen, wenn man einfach die Entwickler kaufen würde und dann eben das Geld dann halt selber ein bisschen auch annimmt, dass man wieder Geld verdient. Das macht aber niemand. Also Tencent oder so hat ja Path of Exile gekauft und ja, sie machten eigentlich jetzt nicht mehr. Ich hab gedacht, 4.0 wird ein riesengroßer Patch. Ja, dann kommt irgendwann 2020. Aber scheinbar, ja, einfach 8 neue oder 7 neue Akte. Das ist für mich ein bisschen zu wenig. Der Atlas kommt ja früher durch die Atlas-Überarbeitung. Konkrete Atlas. Und deshalb, ja, als Vergleich zu Champions of Regnum wird ja schon viel gemacht. Aber das ist ja wegen Tencent und wegen Grinding Gear Games, die tausendmal mehr Geld haben als NGD Studios und dieser Entwickler, der gerade momentan arbeitet, Titelbildschirm, also wenn man das Game startet, da drin ist. Ja. Finde ich irgendwie, ja, halt einfach ein bisschen doof, dass es halt sehr abhängig ist von den Entwicklern, wie ein Spiel weitergeboostet wird. Weil Champions of Regnum hat ja sehr viele Spiele, andere Spiele haben ja nach ein paar Jahren eigentlich keine Spiele mehr und Champions of Regnum hat nach 13 Jahren immer noch recht viele Spieler. Finde ich einfach großartig, was die Fans machen, um Champions of Regnum am Leben zu halten und so weiter. Und trotzdem wird halt einfach kaum etwas von Entwickler gemacht. Eigentlich immer so ein Entwicklerwechsel. Und die verstehen dann nicht, wie die Engine so geht, oder machen halt immer nur eine Sache, wie zum Beispiel jetzt die Inseln, was ich im ersten Part erzählt habe, über ja, PvP, das angepasst ist, dass ein Level 1 Charakter auch Level 60 ist auf der Insel. Finde ich eine tolle Idee, aber muss das jetzt schon sein? Hätten sie nicht ein bisschen mehr das überarbeiten können? Also, dass man wirklich irgendwie jetzt nicht immer Level 60 ist, weil ja, die haben ja den Skills dann gar nicht. Und das Quest hat einfach gefehlt hier. Es sind noch viele Bugs drin. Das müssen sie einfach fixen, bevor sie irgendwelche neuen Content bringen. Ich verstehe nicht, wieso sie Content bringen, ohne andere zu fixen. Das ist irgendwie, ja, fast schon asozial, oder? Ja, hier gibt es immer noch eine Quest, die man nie lösen kann. Wo man hier abgeben muss bei einem der Bogner, nein, Waffenschmied oder hier beim Schützentrainer und die lässt sich nicht, die nimmt es nicht an. So, Level 25. Mit Level 30 mache ich dann den dritten Part, damit wir dann das Zeug haben. Hauptstadt gehen wir mal zuerst. Ja, gut. Also ich zeige euch dann noch die Quest, die man nicht abschließen kann. Weil da ist ein Ausrufezeichen und man quatscht ihn an und trotzdem wird die Quest nicht beendet. So, solche Sachen müssen halt einfach gefixt werden. Das ist dringendst nötig. Die Entwickler denken so, ja, wir machen nur das, was wir uns gefällt, oder? Und alles andere lassen wir stecken. Das Game ist ja sowieso nicht gerade so gut. Und alle anderen, also alle Fans und so, oh Mann, Entwickler, jetzt mach doch endlich mal ein paar Tricks. Und so weiter. Und trotzdem. Ja. Ich habe ein paar 5 Magneten gefunden und jetzt finde ich nur Felsen. Futterfelsen.
Ja, 16 habe ich schon wieder. Heute Morgen erst gelernt und sie auf die Bank getan. Aber trotzdem, ja, schon wieder 16, ja? Geht voran. Ich bin ein Profi beim Suchen. Oder habe einfach Glück. Ja, spiele auch ein bisschen zu viel. Aber es geht jetzt trotzdem lange. Oh, schön. Ein schönes Bild. Okay, jetzt. Das zweite Mal bei Steam ist immer so, man muss zweimal drücken, um einen Screenshot zu machen. Ja, die wollen schon wieder Summerford. Sieht die Summerford einen. Die wollen unbedingt den Edelstein haben, ihn aber nicht gekriegt. Ist immer noch bei Ignis. Okay. Das wird so interessant, wenn ich dann kämpfe. Ich werde wahrscheinlich mich eher ein bisschen defensiv halten als Hexenmeister. Ich glaube, die werden immer relativ schnell gekillt. Ach, das ist ja blöde. Wie kann man sich als Hexenmeister defensiv verhalten? Ja, relativ viele Debuffs machen und halt sehr auf die Verteidigung achten bei den Ausrüstungsgegenständen. Zum Beispiel so einfach mit dem Stab angreifen oder so. Vielleicht mache ich ja dann viel Schaden. Könnte ja sein. Ich weiß nicht. Also wer mehr Tipps hat, der darf dann natürlich gerne schreiben. Aber Hexenmeister ist eigentlich die unter. Ja, eigentlich Ritter oder Jäger oder Schütze. Weiß es nicht. Das ist aber auch nochmal eine Quest. Ich bin einfach der Papa. Und eventuell werde ich als Beschwörer weiterspielen oder als Jäger. Mega viele Quests hier. Ja, wer gerne mal die Quest sehen will, der darf gerne mal sagen. Danach im Stream eher ein bisschen mehr die Quest schneller zeigen. Und im Let's Play eher, ja. Genau, der darf gerne hier mal ein bisschen lesen. Wenn er es lesen kann. Einfach immer stoppen, sobald ich nicht mehr bewege. Und dann habt ihr eigentlich kurze Zeit, ja, lange Zeit, und dann können wir das Video weitermachen. Ein bisschen Zeit nehmen für die Videos. Heutzutage wird auf YouTube einfach immer wieder ein Video nach dem anderen, ja, angeschaut und kaum noch gut angeschaut. Und finde ich natürlich auch schade. Wie ihr wahrscheinlich auch. So, wo müssen wir jetzt hin? Okay, Monsignor. Geht voran, wir haben jetzt schon 25, ein Siebtel, zwei Siebtel, drei Siebtel, das ist. Ihr Mathematik-Genies, wie viel Prozent habe ich jetzt? Wie viel Bindestrich Vergleiche habe ich? Steht ja eigentlich unten, oder? Ich von steht's hier. Irgendwo müssen die Prozente sein oder eben der Ausgleich der 1,5. Schade. Bei anderen Games steht manchmal die Prozentzahl dabei. Jo. Also eben heute halt nochmals alleine, aber hoffentlich morgen beim Livestream. 13 Uhr. Dürft ihr gerne dabei sein, auch wenn ihr Level 60 seid oder Level 1. Dürft dabei sein. Wir machen extra gemeinsam etwas und ja, wenn jemand stirbt, der kommt dann halt einfach irgendwie wieder. Oder wir holen ihn wieder ab. So etwas. Etwas gemeinsam machen wir doch viel interessanter. Da dürft ihr gerne helfen, natürlich. Ich weise niemanden ab. Wenn er dabei sein will, dann kann dabei sein. Diese Säcke da.
starkes Gewicht. Diese faule Säcke hier am Schiff. Okay, der war schlecht. Wegen der anderen Anspieler. Wegen den faulen Leuten. Nee, nee. Okay. Ich glaube, das ist mit Mana und Leben. Habe ich ja irgendwie nichts bekommen. Ich bekomme von den Quests fast nichts übel. Bin so ein armer Schlucker. Ja, okay. Genug Quests. Ja, und jetzt... Oh, jetzt müssen wir hier hoch. Wieso muss ich jetzt mit diesem... Ah, das ist die Rechtsquest. Ja. Als nächstes werde ich nach Gokstad gehen, dann BK. Aber wir gehen jetzt mal zu diesem Reichsquest-Typen runter. Wieso ist es sonst nichts Interessantes in der Nähe? Und ja. Da mache ich halt kürzere Videos und schaue, dass sie einfach spannender sind. Aber jetzt momentan ist noch nicht so viel los. Halt. Also ich muss halt stärker werden, damit ich echt da richtig interessante Videos von der Warzone bringen kann oder so. Was euch gefällt, schreibt es in die Kommentare, was euch gefällt an dem Spiel. Und ich werde es machen. Und eventuell auch den Barbaren mal ein bisschen zeigen, ob der ist momentan am blöden Leveln. Da braucht man so viele Monster für nur ein Level. Finde ich ein bisschen schade. Ich muss ja unbedingt die Booster dann bezahlen. Also für die Booster Geld ausgeben. Ja. Ich denke, so 20-Minuten-Parts oder 15-Minuten-Parts reichen. Dafür Livestreams länger. Aber ja, ich möchte natürlich auch, dass sie angeschaut werden. Dürft gerne dabei sein, auch wenn nicht so viel los ist. Könnt ihr einen zweiten Tab aufmachen und etwas Spannendes noch nebenbei machen. Aber Unterstützung ist halt wichtig und viele Leute wissen gar nicht mehr, wie man ja, YouTuber unterstützen kann. Es ist einfach nicht gerade so denken oder so. Aber ein Video anschauen für 5 bis 20 Minuten hilft dann natürlich schon viel mehr. Als nur kurz reinschauen und dann wieder das nächste Video anzuschalten. Ja. Was war das Rote? Der Geysir. Ah, da kommt Rote raus, genau, stimmt. Was ist denn das? Pest. Doch nichts Rotes. Ich gehe aus dieser spanischen Gate raus, die hat nie Zeit zum irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht wie. Ah, okay. Die hat nie, also die antwortet nie auf Hallo oder Hello oder Gracias. Mal schauen, ob sie mich einladen. Weil eine deutsche, englische geht, ist natürlich besser als eine spanisch, argentinische geht. Für mich. Ich schreibe einfach mal das, was ich denke. So. Ich glaube, er denkt nach, soll ich ihn? Dann habe ich doch Stress. Da OE, okay. Devils of Angels. Devil and Angels, nein. Das hat zutiefst verletzt. Sisi. Ich
Ich glaube, in Regnum ist einfach immer ständig mega Humor. Ich finde das so witzig manchmal. Also immer. Nicht nur manchmal. Ja, da ist die Geschichte. Okay. Wir können ja auch Party machen. Also ich mache jetzt mal ein längeres Video, damit ich euch noch zeigen kann, dass ich jetzt eine Gede habe, die auf Deutsch ist. Englisch. Und ich hoffe, das ist eine gute Gilde dann, wenn wir auch aktiver sind. Seht ihr, so macht man aktive Leute. Ihr müsst selber halt auch ein Game machen. Weil, wenn ihr ein Game habt, wo viele Leute inaktiv sind, also nehmen wir mal RPG, wo einfach viele Leute inaktiv sind, seid doch selber aktiv, dann kommen auch andere zu euch. Das ist das Wichtigste, was ihr eigentlich machen könntet. Weil, es denken immer viele Menschen dann, ja, wenn andere inaktiv sind, dann bin ich auch inaktiv. Das ist falsch. Das ist sowas von, ja, schlecht für eure Selbst, Ding. Okay. Die habe ich nämlich per Mama. Ich folge ihr jetzt mal ein bisschen. Ich wusste gar nicht, dass die deutsch ist, weil Mila Dreckenblut war bei mir beim Craften. Ich habe echt viel gecraftet. Ja. Und jetzt geht sie noch zum anderen. Ist sie noch nicht in der Gruppe? Ich gehe jetzt mir ein bisschen mit. Oh, Skelettanzug. Viele Argentinier geben extrem viel Geld aus. Das finde ich so toll, wie die das Land unterstützen, also die Entwickler. Zum Beispiel in der Schweiz ist ja Transport Fever 2 ein Schweizer Spiel. Und das wird auch mega unterstützt von den Schweizern. Ich bin halt einfach nicht einer, der das Spiel schon zocken kann, erst am 11. Dezember. Und dann werde ich einfach Let's Playen und das ein bisschen unterstützen. Nicht nur, weil es ein Schweizer Game ist, sondern weil es natürlich auch eines meiner Lieblingsgame ist, weil ich ja ein Transport-Gigant-Fan war und ja, Transport-Fever eigentlich schon nicht gut fand. Jetzt der zweite Teil, ja, es ist ein bisschen Bauklötzchen optisch geworden und ein bisschen unübersichtlich, aber dafür viel mehr zu machen und einfach weniger Rohstoffe herum zu transportieren. Finde ich richtig cooles Game eigentlich. Aber ich habe mich noch nicht spoilen lassen. Ich werde dann natürlich das Spiel von Anfang an zocken, ohne Spoiler. Ich weiß es nur so viel, dass man jetzt eigentlich, ja, ich glaube, 3 oder 4 Biome hat. Anstelle nur Gras und ja, so ein bisschen trockenes Gebiet. Hat man jetzt, glaube ich, ein Canyon und Berge? Nein, Berge waren nicht dabei. Also Berge sind beim normalen gemäßigten Gebiet dabei. Ja, ich sag's dann am 11. Dezember, wenn ich das Spiel dann auch besitze. Also das Spiel auch bei mir freigeschalten wird, weil die Release erst dann ist. Dann genauer. Aber alle Let's Player dürfen das Spiel irgendwie 2-3 Wochen früher zocken. Finde ich so gemein. Wieso dürfen die das? Das ist sowas von unfair. Das ist aber fast in jedem Game so. Finde ich richtig schade. Die Entwickler machen damit nur schlechte Sachen. Die Entwickler, ja, unterstützen dann nur die Großen und die Kleinen unterstützen sie
Das ist natürlich auch nicht gerade so motivierend für Supporter, wenn sie nur nicht unterstützt werden, weil es die Großen immer schneller sind. Ja, helft ein bisschen den kleinen Leuten und nicht so den Großen mit ein paar Millionen, die brauchen doch keine Unterstützung mehr. Also wenn ihr sie gerne habt, dann unterstützt sie, aber sie brauchen es nicht. Also, es ist doch wichtiger, dass man kleinere unterstützt, aber das sind halt so Sachen, die, ja, gehen halt nicht. Schreib einfach danke. Ja, jetzt haben sie natürlich auch einen richtig dicken Support in der Gilde oder im Clan. Und wir wären soweit, wir haben ein paar Quests gemacht. Jetzt gehe ich hier oben durch. Ich gehe hier runter, oder? Ich gehe hier durch. Runter. Genau. So. Dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten, den dritten Part, der kommt, denke ich mal, übermorgen. Hä? Morgen Livestream, übermorgen dritter Part. Und dann schon viel weiter. Eventuell zeige ich auch den Jäger dann im dritten Part. Und ja, dann können wir natürlich. Okay, dann auf Wiedersehen, viel Spaß noch mit anderen Dingen und ja, besten Dank. Tschüss. Naja, ich muss so raus.